Gruppe BSW. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es gibt aktuell zwei große gesundheitliche Themenkomplexe, die wir diskutieren sollten. Das eine ist die Corona-Aufarbeitung, die hier immer noch blockiert wird. Und das zweite sind die Strukturreformen von Minister Lauterbach, der immer noch dieser Debatte nicht folgt. Und ich will zu beiden kurz Stellung nehmen. Also er ist zumindest anwesend, Herr Kollege. Ach, da habe ich ihn nicht gesehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Lauterbach. Dann können Sie auch zuhören. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat letzte Woche ein bemerkenswertes Urteil zu einer Klage bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen. Es hat eine Pflegehelferin geklagt, und der Präsident dieses Gerichtes sagte, die Kammer hat nicht bloß Zweifel, sie ist überzeugt, dass bestimmte Grundrechtseingriffe verfassungswidrig waren und das dann an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet. Das ist sehr bemerkenswert auf Grundlage der veröffentlichten RKI-Protokolle. Ich finde, auch hier brauchen wir eine Aufarbeitung, eine Debatte, einen Untersuchungsausschuss. Und mit Blick auf den Haushalt finde ich es schade, dass wir dort einen Posten haben zu Long-Covid-Forschung, aber keinen Posten zu Post-VAC, also zu Folgen von Impfnebenwirkungen, zu entsprechender Forschung. Ich finde, Betroffene sollten den Anspruch haben, dass hier geforscht wird, und sie sollten auch angemessen entschädigt werden. Zu den Strukturreformen. Ich kann nur drei ganz kurz ansprechen. Die Krankenhausreform wird das skandalöse Kliniksterben, was wir erleben in Deutschland, nicht aufheben. Sie stimmt, passt hinten und vorne nicht zusammen. Diese Krankenhausreform ist eine Fehlgeburt. Die Apothekenreform, die jetzt auch durchs Kabinett ist, führt zu einer Dequalifizierung im Apothekenwesen und damit zu einer Öffnung für Medikamentenabgabenketten. Und auch das wollen wir nicht. Wir brauchen eine Anpassung der Honorare. Und zum Schluss, das Herzgesetz ist wirklich ein Geschenk für die Pharmaindustrie, wenn schon Kinder an die Abgabe von Statinen gewöhnt werden sollen, an Medikamente. Wir halten das für falsch. Wir brauchen Prävention und nicht solche Gesetze. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Erich Elsdorfer, CDU-CSU-Fraktion.